Ja, erstmal die Diagnose war natürlich niederschmetternd für mich vom Zeitpunkt, einen Tag vom Spiel. Einfach nicht bei der Mannschaft sein zu können, war echt sehr, sehr hart und hat sich dann auch die nächsten Wochen so fortgesetzt, dass ich nicht bei der Mannschaft sein kann. War dann natürlich ein super Zeichen gegen Osnabrück, das 3 zu 0 daheim und nachher die Videobotschaft von der Mannschaft zu bekommen. Es war ein unglaubliches Gefühl, hat mir Kraft gegeben in der schweren Zeit. Und ja, wie gesagt, jetzt bin ich einfach nur überglücklich, endlich wieder dabei zu sein. Ja, ich musste im Krankenhaus behandelt werden, hatte das große Glück, dass die Lunge jetzt nicht ganz so schlimm erwischt hat. Ich musste nicht beatmet werden, also da ganz so schlimm war es dann auch nicht. Die ersten Tage war halt extrem hohes Fieber. Das hat mich schon Kraft gekostet und ich konnte wirklich nur herumliegen. Und das war eigentlich so die härteste Zeit, die ersten 5, 6 Tage. Und ab dann ging es eigentlich von Tag zu Tag besser. Und ja, der Verlauf war jetzt auch nicht so schlimm, dass man sagen muss, ich habe da irgendwie mit Spätfolgen großartig zu rechnen. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Wissen tut man es nicht zu 100%. Aber wie gesagt, ich bin jetzt einfach nur froh, dass es so verlaufen ist, so glimpflich dann im Endeffekt. Und von daher schaue ich jetzt positiv in die Zukunft, anders positiv. Ja, da ist die Arbeit so ein bisschen ins Hintertreffen gerückt, würde ich mal sagen, weil einfach die Freude so groß war, da wieder dabei zu sein, die 2 Wochen Quarantänezeit hinter sich zu haben. Und da war einfach nur Freude da. Und ja, sind wir auch froh, dass wir gegen Düsseldorf dann diesen einen Punkt mitgenommen haben. Etwas glücklich, aber ja, wenn man die Woche davor sieht, 92. Minute Gegentreffer. In Paderborn das Spiel, wo wir was liegen lassen haben, dann denke ich auch, dass sich das irgendwo über die Saison hinweg dann ausgleicht. Ja, es war auf jeden Fall ein Punkt für die Moral jetzt da gegen Düsseldorf. Wir wissen auch, dass es eine Spitzenmannschaft ist. Die hätten da jetzt auch nochmal gerne einen Dreier geholt gegen uns, um oben anzuklopfen. Die Möglichkeit war da für sie. Deswegen sind wir da froh, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Und ja, jetzt gilt es zum ersten Mal in dieser Saison zweimal hintereinander zu punkten, diesen Auswärtsfluch endlich auch zu brechen. Auswärts anzufangen zu punkten. Es wird ganz wichtig sein für die weitere Moral der Mannschaft, für die weiteren Wochen. Jetzt stehen immer wieder Endspiele an und wie gesagt, da braucht man einfach Selbstvertrauen und muss schauen, wo man sich die Punkte zusammenholt.